verrenkt, verkackt er dann. Ist was drin. Verkacken ist menschlich. Ja, boah, Alter, finde ich doch auch mal. Ja, die Licht hat ja auch auf gar nichts eingestellt. Jetzt macht er mal ein bisschen was. Jetzt sind wir auf dem Ohr. Ein bisschen können sie eigentlich schon. Ich sehe mal kurz. Moment, ich starte das Bild schon. Ihr seht, Leute, Hardcode. Ich habe ein paar Daten vergessen. Moment. Gehen wir ganz kurz auf Daten. Wann kam Hardcode eigentlich raus? Hardcode. Das Spiel müsste 2009 oder 10 rausgekommen sein. Ich glaube 2010. 2009. Ich kann aber nicht 2009 gewesen sein. Ah, nicht stimmt gar nicht. Ich habe es erst einen Sommer später bekommen. 2010. Als ich in der Klinik war. Ja, Leute, ich war in der Klinik mal. Auch was so tatsächlich war. Das fand ich so süß von meinem Vater, dass er mir das Spiel gekauft hat. So mega süß auf jeden Fall. Dieses Spiel liebe ich nach wie vor. Ich spiele es jetzt das erste Mal seit 8 Jahren. Meine ich. Also, Steuerung wissen wir, Abenteuer wissen wir auch, was abgeht. Wir sammeln keine Infos mehr. Bitte berühren Sie A. Ich glaube, A war X. X? Nee. Ah, doch. X ist A. Scheiße, es ist eigentlich. Mein Name ist Professor Eich. Was? Man nennt mich auch den Pokémon-Professor. Wie jeder genannt. Das ist dein erstes Abenteuer. Köpfen wir nicht, wenn wir alles über diese Insel sehen. Das hätten die Damen noch mal skippen können, weil ich kenne auch. Diese Welt wird von diesem Gesund, die man Pokémon nennt. Meryl. Wie Menschen leben mit dem Pokémon. Es wird ein Leben in Freundschaft. Wir teilen unsere Freizeit und wir arbeiten zusammen. Okay. Und die Menschen setzen Pokémon auf den Pokémon auf. Um stärker zu werden und stärken. Kampf ein und stärken. So. Das Band, das die Verbindung. Ah, jetzt wieder sehen. Und was ich tue, willst du wissen eigentlich nicht. Oh, ich. Boah, eigentlich die Schrift ist so scheiße. Ich will nämlich in Pokémon-Forschung erforschen, damit wir lernen und mehr über die Pokémon lernen. Was ist denn ich schon seit 20 Jahren? Jetzt bin ich aber langsam neugierig darauf, den ich da vor mir habe. Ich bin Manuel. So, du bist doch ein Junge oder ein Mädchen? Ich glaube, ich bin ein Mädchen. Ich weiß es nicht. Nein, ich bin ein Kerl. Ich bin wahrscheinlich ein Kerl. Nein. Verrätst du auch deinen Namen? Wie heißt ich denn? Ich nenne mich Stalos. Nein. Oh mein Gott, nee, ich nenne mich. Ich mach die auf der Tastatur. Diese. Wo ist die? Die. Ah, ich kann nur. Ich kann nur das machen.
der ist ein P. Das ist T. T. H. LP, passt. Und das ist L und ein großes P. Ich kann ja nicht der ist ein P. Bin ich Manuel? Nein. So. Der leichte Tausch. Da tauschst du in dein ganz eigenes Abenteuer. Da bin ich auch nur allein da. Die kleinen Leute. Viel Erfahrung warten auf dich. Große Träume, großes Abenteuer. Hier in der Welt. Wie war die Steuerung nochmal? Da weiß ich nicht, wie der Charakter ursprünglich mal heißt, so ist in der Anime-Serie. Ich weiß nur... Ah, geil, ich habe einen Beutel erhalten. Trainerpass, nice. Wenn es lesen wollen, ich habe keinen Bock, das ganze Wort zu lesen, Leute. Wichtige Sachen lese ich mal vor. Aber... Ich habe selbst Probleme, diese scheiß Schrift zu lesen. Ihr habt sie doch größer als ich gespielt. Ein bisschen besser aufnehmen. Oh, Meryl. Blip. Dann gehen wir zwar zum Haus des Professors. Das ist das hier. Dann ist es das hier, oder? Da steht Gary. Oder wie der hieß. Nicht Gary. Ich nenne ihn mal Gary. Das wäre der Sohn von... Der hat immer mit dem Rocket zu tun. Blablabla. Ja.
Schatz, du könntest das nicht erleben. Gucken wir gleich mal aus. Okay. Erstmal gehen wir auf Option. Perfekt, wir gehen auf 3. Animation machen wir mal aus. So. Da ist. Das ist so ein. Dann was wieder gegen das Problem angeht. Wir haben einen, den wir nicht gefahren. Ich hab die gehen. Oh Mann, jetzt kommt der nächste. Blablabla, 30 Uhr, aha. Bam, bam, bam. Oh nein, ich schon wieder. Einsam hat Road aber eine geile Edition, als Hard Road Soul selber. Sagen. Ich war ja erst der Hardboard. So, dann würde ich sagen, gehen wir mal. Oh, die hält uns auf. Oh, so der, also der ist IP. Ja. Warte mal eben. Wo ist denn dein Pokémon? Aha. Boah. Alter Junge, ich will meine Rolex nicht. Moment, womit kann man laufen? Z? T? U? H? LOL. Z? X, Y, C, Panto, tritt da noch? Nee, da haben wir gar keine. Ich hab mal hier Login nicht von Anfang an. Das kann also mit Gen 5. Geil. Wir haben Pokémon wieder. Und bitte Toro Treter. Ja. Nein, nicht bald wieder funktioniert. Nein. Oh fuck, ich glaube, ich habe gerade auch gesagt, ich weiß nicht, wie der funktioniert. Fuck. In dieser Folge werden wir nicht auf ein Pokémon-Treffer als Gefühl. Okay, ich nehme einfach mal. A war es nicht. S. W. Q. E. Z. Oh nein, wir kriegen ja noch keine Turbo-Treter jetzt. Oh Gott. Die kriegen wir später, die kriegen wir nicht mehr.
Muttern heute. Oh nein. Mein Professor Schokolade kommt da wieder an. Tag, Professor Schokolade. Ich ruf dich an. Gib Axel durchzugehen. Denn Divi freut sich. Haben wir da Musik? Rufen wir direkt an, nein. Du musst die Farbe ändern. Nice. Total männlich. Pinker Pokémon. Gegen den Top. Ah, die Folgen sind immer ungefähr 20. Also maximal eine halbe Stunde, minimal 15. Bälle haben wir noch nicht. Ich bin ein Topf schon mal fangen. Nein. Ich hab das bei dem. Ich hab das nicht immer Wenn man hier hoch. Der Ratini?
einen Garados in Rot und Ho. Das ist ein Item. Nice. Oh, ich zieh die Folge wieder in die Länge. Das Item liegt aber noch an, diese Folge erlebt. Ich dachte Bälle. Lol. Stimmt, man kann ja Bäume mit Kopfnuss sehen, die nicht wie einfach Hoch vom Daumen schütteln. Das wollte ich einfach nicht. Auf zu Level 3. Diese Folge ist kein Level mehr drin. Was? Was mit dir? Oh, ein Livie. Wie ich das Pokémon liebe. Moment, dann muss ich auf Speichern klicken. Speichern als Safe Game 0. Ich würde sagen, danke fürs Zusehen, Leute. Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich freuen, davon. Und die nächste Folge kommt vermutlich am morgigen Tage. Also am 22. wenn ich alles hinkriege. Wenn nicht, kommt sie am 23. Ich will eigentlich diese Folgen jetzt jeden Tag raushauen. Ich will trotzdem den ganzen Treffen, bin ja eh krank geschrieben. Bis so, also wie gesagt, danke fürs Zusehen, Leute. Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich über eine Wertung freuen. Ja. Und dann würde ich sagen, der nächste Tag kommt morgen. Vermutlich um dieselbe Uhrzeit. Ja. Oder eher ein bisschen früher. Weil ich glaube, dieser Part wird erst heute irgendwann am Abend online gehen, so gegen 20 Uhr. Und dann werde ich versuchen, immer um 15 Uhr die Parts hochzuhalten. Also danke fürs Zusehen und bis dahin. Ciao.